Guten Morgen und einen wunderschönen guten Morgen von Sarah und von mir und von Funtime Arena, die auf Abstand mit uns heute durch den Park gehen. Ja, wir sind heute im Wunderland Kalka oder Kiernis Wunderland oder was wie auch immer ihr es nennen mögt. Hier kann man sich auf jeden Fall schon mal die Hände desinfizieren. Und das hier ist ja quasi eine der neueren Attraktionen im Park, ein Kondor von Hus. Und so sieht der Parkeingang aus, Leute. Ja. Ein bisschen mehr zur Geschichte vom Park und so weiter erfahrt ihr demnächst, wenn wir denn mal ein bisschen in den Park eingetaucht sind. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal ganz geschmeidig und chillig an und ja, dann gibt es gleich noch ein paar nähere Infos. Atlantis heißt das Ganze hier, ein Hus Kondor, habe ich ja gerade schon erzählt. Haben wir direkt mal mitgenommen. Der hat nämlich jetzt zugemacht. Der fährt hier im Wechselbetrieb mit irgendeiner anderen Attraktion da hinten. Ja, ich habe eigentlich erwartet, dass der eigentlich relativ schnell ist, weil ich dachte immer, der im Holiday Park, der war schnell unterwegs früher. Ich weiß es nicht. Ich kenne den Holiday Park nicht, aber ja, der ist ja dann jetzt hier hingekommen und hier ist er wirklich sehr langsam. Also der langsamste Kondor, den ich hier gefahren bin. Langsamer noch als der im Serengeti Park und das ist schon eine Kunst. Dafür aber eine relativ lange Fahrzeit mit 3 Minuten und gehen wir weiter durch den Park. Also der erste Vlog hier aus dem Park auf jeden Fall. Ich war jetzt schon zweimal vorher hier, einmal als Kind, da war ich wirklich richtig klein. Da gab es ja auch noch andere Attraktionen so ein bisschen und einmal vor 4, 5 Jahren war ich das letzte Mal hier. Ja, seitdem hat sich wirklich nicht mehr viel getan, außer dass dieses Fahrgeschäft dadurch dazugekommen ist. Dann gibt es noch zu sagen, dass die Achterbahn heute geschlossen hat. Die haben eine große Achterbahn, Powered Coaster von Zamperla, stand schon am Eingang, ist heute geschlossen. Dann haben sie noch eine große Zamperla Wasserbahn, die ist aber geöffnet. Und die bin ich noch nie gefahren und die werden wir heute auch mal ausprobieren. Ja, was machen wir jetzt hier? Kinderkarussell fahren oder eher nicht so? Ja, also jetzt zu Corona-Zeiten hat dieser Park relativ früh aufgemacht. Es war erst so, dass man dauerhaft hier im Park Mundschutz tragen musste. Die Regel wurde aber scheinbar jetzt gekippt. Das machen andere Parks ja auch nicht. Deswegen haben die es wahrscheinlich auch gelassen. Ich glaube, es ist nur so in den Wartebereichen, Toiletten, Indoor-Bereich und so weiter, wie halt auch in den ganzen anderen Parks. Jetzt sind wir hier durch so ein kleines Kinderland gegangen einmal. Wir gehen in den Bereich für etwas größere Menschen. Hier gibt es dann auch Fahrgeschäfte, die wir wieder fahren können, aber Leute, erwartet nicht zu viel. Es ist ein Familienpark. Hier wird es keine halsbrecherischen Mega-Attraktionen geben. Und ja, deswegen erwartet nicht zu viel. Ja, und wer genau aufgepasst hat, der hat auch schon den industriellen Look quasi dieses Parks erkannt. Viele, die den Park kennen, wissen es wahrscheinlich schon, aber hier sieht man es besonders. Bei dem Park handelt es sich um ein Atomkraftwerk, das mal gebaut werden sollte, aber nie in Betrieb genommen werden konnte oder wurde. Ja, da hat man sich irgendwann dafür entschieden, ja, wir könnten doch da einen Freizeitpark reinbauen und das ist jetzt auch geschehen. Und so ist Kiernis Wunderland quasi grob entstanden. Da hinten gibt es auch noch ein Museum, da steht alles noch mal ein bisschen mehr beschrieben und so weiter. Und, das hier ist zum Beispiel der große Kühlturm, das ist auch eigentlich so das Wahrzeichen von Kiernis Wunderland. Der wurde halt von außen so ein bisschen angemalt, mittlerweile sieht die Farbe auch nicht mehr ganz so schön aus. Und früher, ganz früher gab es das noch nicht, da war der Kühlturm von innen leer und war dann quasi als Attraktion nur so ein, weil da ist der Hall halt so groß, dass man das so als Echo-Halle genutzt hat quasi. Und mittlerweile steht dort drin ein Starflyer, aber ich glaube, der kommt auch von Zamperla, der einerseits als normaler Aussichtsturm fungiert und andererseits eben als Starflyer. Und der steht in diesem Turm drin und guckt oben, das sieht man halt von hier nicht aus der Perspektive, ein ganz kleines bisschen drüber raus, dass man halt die Aussicht dann genießen kann. Wir werden da jetzt wahrscheinlich mal eben hochgehen und ich denke auch den Starflyer fahren oder lieber den Aussichtsturm. Beides fahren. Können wir beides fahren. Erst das eine, dann das andere. Und hier hinten ist gerade irgendwie Party. Hinter uns steht auch eine Schaustellerbude. Ich habe gelesen, dass sie irgendwie die lokalen Schausteller so ein bisschen unterstützen wollen damit. Ja, da quasi hier zwei Schaustellerbuden im Park stehen. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt oder ob das einfach nur Buden sind, wo man danach was kaufen kann. Generell aber auch ein Thema, man muss hier in dem Park keine Getränke und Essen kaufen, denn das ist alles im Preis schon drin. Ihr habt hier All You Can Eat and Drink. Zumindest für Pommes, Softeis und eben Softgetränke. Wir gehen da jetzt mal hoch und fahren eine Runde Starflyer. Es kann auch sein, dass es ein bisschen windiger ist. Wir sind hier direkt am Rhein und da zieht der Wind natürlich volle Kanne. Guten Morgen! Ja. Hallo! Oh. Ja, früher war das nur die Echo-Attraktion. Ja, das sieht doch nice aus. Hallo! Echo! Das war jetzt richtig auffallend, wenn das Echo selber machen. Du darfst nicht zu laut rufen, Ben, wenn du den Bürgermeister von Wesel rufst.
Sonst antwortet der wirklich. Ich glaube, je näher du an der Wand stehst, desto besser geht's. Hallo? Meinst du, wenn ich hier unten Hallo rufe, hören die mich da oben auch noch? Habt ihr Spaß? Wir haben übrigens einen Sonnenbrand. Ja. Ja. Von Potts Park. Da war es so knallewarm. Es war ganz schön voll da. Geh los, Adrian. Wir sind jetzt hier Starflyer gefahren, der gleich, ne, zwei Sachen in eins ist. Da oben Aussichtsturm und hier unten Starflyer. Onrides gibt es von beiden Varianten jetzt hier auf diesem Kanal. Sollen wir nicht durch den Ausgang gehen? Ja, das versteht ihr nicht. Lesen ist nicht seine Stärke. So, wir stehen jetzt hier gerade noch auf diesem Außendeck vom Kühlturm, wo dann der Starflyer drin ist. Und früher, also es war bei meinem letzten Besuch schon nicht mehr, aber ganz früher, wo ich das allererste Mal hier war, da konnte man hier noch hochklettern. Ja, einmal für Kinder auch und auch einmal für die ganz Großen, die konnten wirklich bis da ganz, ganz oben hochklettern. Und ja, wurden dann entsprechend auch von hier nochmal gesichert immer. Das ist aber nicht mehr. Mittlerweile wurde das alles ein bisschen zurückgefahren. Generell ist, glaube ich, hier nicht mehr so viel Personal wie damals unterwegs. Man hat von hier ganz guten Ausblick auf die Wasserbahn, die sich mit der Achterbahn ein paar Mal kreuzt. Ich habe auf diesem Kanal auch ein On-Ride-Video von der Achterbahn, könnt ihr euch gerne mal hier oben rechts ansehen. Da sind wir, glaube ich, 6 Runden oder so gefahren. Ja, die ist schon ein bisschen unterwegs. Auch die Strecke, die ist jetzt gar nicht so kurz, ist zwar nicht die längste, aber ja, ist ganz cool. Die Essensausgabe hat aufgemacht, Leute. Ich habe uns einmal schon mal Getränke organisiert und Eis. Und Sarah kommt da hinten gerade mit Pommes. Das ist quasi dann alles, was man hier gratis kriegt. Kann man sich aber geben, gratis. Oh, guck mal, die ist schön lang hier. Die nehme ich mir und dann nehme ich den Becher. Ui, hier wackelt aber alles. Ja, das ist einmal so das volle Sortiment, was man hier kriegen kann. Einmal das, das ist jetzt 7-Up und Pepsi. Es gibt das ganze Pepsi-Sortiment quasi. Auf jeden Fall ein bisschen besser als zum Beispiel in diesen holländischen Parks, wo wir waren. Hier die Druvener Zand und Junzate, da gab es ja nur so ein komisches Plörre-Zeug getränkmäßig. Ja, erst schnell das Eis, bevor es schmilzt. Leute, wir fahren jetzt mit der Tassenbahn. Oh! Es regnet gleich. Mach das schnell, es regnet gleich. Wir müssen hier Bratwurzige-Heck aufsetzen, Sarah. Nein, muss man gar nicht. Aber zum Warten muss man das doch aufsetzen. Oh, es regnet! Yay, das wird eine nasse Wasserfahrt. Pünktlich zum Start dieser Karussellfahrt hat der Regen eingesetzt. Wir sind die Einzigen, die sicher sind. Ah ne, Ben hat auch einen Mundschutz auf. Ein Hoch auf unser Busfahrer, Busfahrer. Sieht aus wie ein Busfahrer, oder? Nein, du siehst es aus wie... Was anderes. Ich kotze gleich auf meine Maske. Hier ist der Sound für die Party. Jetzt in die Schiffschaukel. Hey. Die Sonne ist wieder da. Ich habe einen Sonnenbrand übrigens. Es hat nämlich gerade ein bisschen was geschüttet. Und ja, jetzt sind wir hier so in den hinteren Parkteil gelaufen. Hier ist zwar eine Kartbahn, aber die ist jetzt wegen Nässe geschlossen, weil sich dann jeder drehen würde, weil die alle ja noch ein bisschen Anfänger sind hier. Nee, hier ist der hintere Parkteil, der war auch mal mit Leben eingehaucht. Ganz früher, wo ich mal hier war, war hier noch so eine Dragster-Bahn. Die ist auch noch da, aber wird nicht mehr genutzt. Ich weiß aber auch nicht, ob die war extern nutzbar. Ich weiß nicht, ob die zum Park gehörte, aber die war hier. Müsst ihr euch vorstellen, hier waren 3 oder 4, ich glaube es waren 4 Bahnen. Die waren so ein bisschen schienengeführt. Die fingen da hinten in dem Gebäude an und fuhren dann hier quasi auf uns zu. Und die hatten echte Motoren da drin, also richtige PS-starke Motoren und haben auch richtig Sound gemacht, die Dinger. Und dann konnte man sich quasi so ein Wettrennen liefern. Müsste mal gucken bei YouTube, da gibt es noch so ein paar nicht sehr hochauflösende Videos von dem Ganzen. Auf jeden Fall eine interessante Sache. Sarah, hast du Spaß? Ob ich Spaß habe? Nicht so, ne? Wir machen gerade nichts. Das ist richtig. Wir müssen gleich noch da oben aufs Dach.
Da stehen noch ein paar Attraktionen, die haben sie da hochgeschleppt. Ein Disco, ja hier, wo das Riesenrad drauf steht. Ein Riesenrad und ich glaube noch ein Fahrgeschäft. Und ja, da gehen wir gleich mal hoch und werden die Sachen sicherlich auch noch mitnehmen. Und die Wasserbahn ist eigentlich auch noch offen und es soll jetzt auch ein bisschen sonniger bleiben. Wir gucken mal, vielleicht fahren wir die später noch. Ich glaube, wir sollen hier nicht sein. Geh mal da rein, dann weißt du, warum wir da nicht rein sollen. Komm, wir gucken uns das tolle Museum an. Geschlossen, Samstag und Sonntag geöffnet. Notstrom-Diesel-Gebäude. Guck mal, was das für dicke Wände hat, bitte, dieses Gebäude. Damit hier bloß keine Atomkraft rauskommt. Ich glaube, die Tür ist nur zum Lüften. Es ist ein bisschen sehr dunkel da drin. Sonst, wenn das nicht so gedacht war, liebes Kalkar-Wunderland, dann bitte baut Licht rein. Hier ist noch eine Ballonattraktion, aber irgendwie fahren die Ballonattraktionen heute nicht. Da ist übrigens der Rhein. So, die Lage ist ja ganz schön hier. So, ne, ich glaube, wir gehen jetzt mal da hoch aufs Dach. Ich bin geschützt. Wir fahren jetzt eine Runde Disco von Samperla. Wir sind hier oben auf diesem Dach drauf. Hier stehen drei Fahrgeschäfte: Rockin' Tag, Riesenrad und Disco. Und ja, fahren wir eine Runde. Nicht schlecht. Ja. Puh, mir ist ein bisschen schlecht. Immer diese Discos und Schaukeln. Die kleinen sind die schlimmsten. So ein Disco Coaster oder eine große Disco, okay. Aber die kleinen hier, huiuiuiui. Wir sitzen jetzt gerade hier im Riesenrad und genießen die Aussicht über den Rhein. Nicht mal einer sagen, warum das Maskottchen vom Park eine Kartoffel ist? Warum ist es eine Kartoffel? Also wir haben ja eine Theorie. Halt originell. Vielleicht war das auch mal ein Mensch oder ein Tier. Und weil es aber hier so strahlig ist, ist daraus eine Kartoffel geworden. Ja, oder wir haben halt die Vermutung, dass es generell Kartoffel ist, aber die ist ja so abgedreht. Ja, das ist eine Kartoffel, weil es hier auch gerade Pommes gibt. Ach so. So, wir fahren jetzt Wildwasserbahn. Ich fahre das erste Mal damit jetzt, weil die anderen Male waren es mir zu nass und jetzt wird sie genauso nass sein, aber irgendwann muss man ja mal rein. Alle haben eine Jacke, nur Moritz hat keine. Blöd gelaufen. Das hat auch zwei Abfahrten, ne? Das heißt doppelte Chance, nass zu werden quasi. Und man kann hier den besten Blick auf die geschlossene Achterbahn werfen. Wahnsinn. Ja, also theoretisch wäre es gut, wenn beide nach hinten ja, tauchen wir nicht so tief ein. Hä, hey, wolltest du nicht? Ach Mann, ey. Ja, je weiter hinten, desto weniger taucht das Boot vorne ein. Uah! Hast du gesehen, was da für eine Welle von hinten nach vorne kam? Hast du gesehen, was da für eine Welle Wow! Oh, ich hätte den See hier im Boot fotografieren sollen, filmen sollen. Ich hab das Boot ist undicht. Ich hab das Gefühl, das läuft hier rein und raus, wie es da losgeht. Was hast du? Meine beiden Beine sind gebrochen. Wie kann denn eine Wasserbahn so wasserig sein? Ey, bei uns stand so hoch das Wasser im Boot. Stand bei euch auch so hoch das Wasser? Ey, ne, wir fahren nicht nochmal. Wir filmen euch dann von außen. Ach ja, wir müssen uns so ein bisschen hier mit den schließenden Öffnungszeiten der Attraktion anfreunden. Irgendwie kommen wir immer an die Attraktion, wenn es schließt. Wir haben übrigens jetzt gerade 2:30. Also, wenn wir Glück haben, kommen wir noch rein. Das ist so ein Konvoi-Truck hier. Nichts Besonderes, Zamperla halt.
Puh, wir hatten wir vor einem Geschäft zunächst, jetzt sitzen wir im Dumbo. Sarah, hast du noch gar nicht Spaß? Jetzt kann man hier so abheben mit diesem Knopf. Koggenfahrt gerade gefahren. Ich dachte nicht, dass das so schnell ist, weil es ja auf St. Perla und ich bin in den, wie hieß der Laden? Lightwater Willy damals einen von St. Perla gefahren, der war so und der auf einmal jetzt so richtig rasiert. Sonst haben wir eigentlich alles durch und ich denke, wir werden auch nicht mehr so lange hier bleiben. Es reicht dann auch irgendwann. Und hier dieser Clown, der läuft auch als immer irgendwas anderes durch den Park. Der kann irgendwie alles. Ich habe schon die ganze Zeit gewundert, weil hier vorhin eine Tasche hochgetragen wurde, also mit Seilen hochgezogen, da sind ganz viele Leute, die da hochklettern. Und wenn man jetzt in die Halle reingeht, dann ja, ist da so ein Mischpult und alles. Und so wie es aussieht, steht da oben an der Kuppe, an der Kante von dem Turm, jetzt ein DJ, der da gerade auflegt. Und der ist ein bisschen Livestream. Das ist ja mittlerweile gerade aktuell so eine Sache, die man sowieso irgendwie gerne macht, die DJs da irgendwie an irgendwelche lustigen Orte zu bringen. Wie zum Beispiel damals im Moviepark, wo er dann oben am MP Express war oder sowas. Und da irgendwie die dann da auflegen zu lassen. Und scheinbar sieht es jetzt so aus, als würde da oben auf dem Kühlturm einer rumhampeln. Jetzt sieht man es nicht mehr so gut, aber da oben an der Kante stehen sie. Er geht gerade so ab, so. Wie hast du gerade gemacht, Sarah? So wie du. So machen die dann immer. Und die machen wohl einen Livestream. Da steht auch eine Kamera direkt gegenüber von dem und das wird dann in die Welt herausgetragen. Da sind Ben und Vanessa und die machen jetzt noch ein bisschen da Ramazamba-Fotos für ihren, wie nennt sich das? YouTube-Kanal? Nee, Thumbnail. So. Ich denke, für uns ist das dann auch gewesen. Wie gesagt, kleiner, netter Park für Kinder, wenn die Achterbahn funktioniert, ist ja auch ein Highlight mehr. Wie gesagt, echt nichts, was irgendwie für die Großen eher ist. Es ist doch ein Kinderpark. Ich habe jetzt auch den Condor mal gefahren wieder. Ich denke, sobald hier nicht irgendwie was Neues gebaut wird, muss ich hier auch erstmal wieder vorerst nicht hinkommen. Es ist halt wirklich jetzt kein nett angelegter Park oder so. Ihr müsst euch ja damit abfinden. Das war als Atomkraftwerk quasi angedacht. Und so sieht es hier halt dementsprechend auch aus. Es gibt drei Hotels hier, was der eine oder andere vielleicht ein bisschen verwundern mag, aber das ist nicht unbedingt für den Park, auch für den Park, aber die haben hier quasi nebendran noch ein Messegelände auch mit und ja, da gehen dann auch die Hotels eher so ein bisschen mit rein. Ab und zu gibt es hier auch, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber noch so ein großes Feuerwerks-Event oder generell auch viele Events. Ich glaube, die machen hier Traktor-Pulling und sowas, das findet alles immer hier hinten noch ein bisschen statt. Und ja, es ist eher so eine Event-Location. Der Freizeitpark ist halt auch dabei, aber ja, ich glaube jetzt auch nicht so das Haupteinnahmequelle, weiß ich nicht. Es gehört halt schon mit dazu, aber es ist jetzt nicht so das Hauptding von dem Ganzen hier. Damit soll es gewesen sein. Da oben fährt nochmal der Starflyer. Ah, von hier sieht man auch so ein bisschen mehr den DJ. Noch ein bisschen, ist bestimmt auch sehr lustig, wenn jetzt mit dem Starflyer fährt und da oben der DJ rumturnt. Wäre auch ein lustiges On-Ride gewesen, aber ja, jetzt nochmal da rein wollten wir jetzt auch nicht. Und irgendwie ist es auch ein bisschen windig da oben, so ohne Jacke und alles. So, gut, da ist der Ausgang. Wir verabschieden uns jetzt und sehen uns dann im nächsten Freizeitpark wieder. Der Kirmes dauert leider noch ein bisschen. Aber ja, was genau das wird, können wir selber noch nicht so ganz sagen. Wir sind auf jeden Fall in der Planung. So, und bis dahin müsst ihr euch noch ein kleines Momentchen gedulden und dann sehen wir uns im nächsten Vlog wieder. Tschüssi! Tschüss!